nächste Spielchen für euch. Frisbee! Ich wollte es noch üben vorher. Frisbee! Aber was? Ach du Scheiße. Ja, ihr müsst ein bisschen zielen mit den Frisbee-Scheiben. Ihr werft nämlich auf Punktewände. Es gibt einen Punkt, es gibt zwei Punkte, es gibt aber auch drei Punkte. Ihr werft pro Durchgang fünfmal. Und wir haben fünf Durchgänge. Das heißt, insgesamt habt ihr 25 Würfe. Die Punkte werden immer aufaddiert. Jeder 25 Würfe? Jeder 25 Würfe. Jetzt aufpassen, zuhören. Wichtig ist die Abwurfposition. Wenn ihr auf der 2 steht, könnt ihr auch nur durch den Zweierring punkten. Wenn die Frisbee-Scheibe durch die 1 gehen sollte von hier aus oder die 3, zählen wir das nicht. Okay. Also ihr definiert mit der Abwurfposition auch eure Scheibe. 25 Würfe hat jeder. Wo ihr euch hinstellt, völlig egal. Ja? Ja. Das dürft ihr selbst wählen, auch innerhalb der Durchgänge dürft ihr natürlich wechseln. Wer nach 5 Durchgängen A5 Würfen die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und bei Unentschieden gibt es Sudden Death jeweils einen Wurf. Ich habe jetzt nicht zugehört. Aber ja, ist mir klar, aber das ist deine eigene Schuld. So. Wieder was gelb. Was war denn besser vorhin? Gelb war nicht gut. Nicht. Schwarz. 5 Durchgänge, A5 Scheiben. Ihr definiert eure Abwurfposition. Es wird immer aufaddiert. Sonst noch Fragen? Du darfst. Hast du alles? Ich fange an, oder was? Ja. Ich? Ja. Du hast die Wahl gewonnen. Entscheidest, dass Stefan beginnt. Ja, das ist natürlich. Die ersten 5. Ich muss auf der, ich kann nicht von der Scheibe nicht runtergehen, ne? 5 auf der Scheibe immer bleiben. Hintereinander. Ich muss auf der Scheibe bleiben, ne? Ja. Achso, du darfst nicht wechseln. Leute. Nein, du musst auf der Scheibe. Nein, pro Durchgang natürlich nicht. Du darfst nach jedem Wurf wechseln. Ah, okay. Aber du darfst ja, nicht. Okay, also auf der Scheibe bleiben heißt, ne? Das nicht, sondern mit beiden Füßen auf der Scheibe. Wie viele Durchgänge? Das ist schon 5. Sehr klein da vorne. Und jetzt muss ja. Okay. Bereit? Ich probier's mal. Okay. Spiel 13, Frisbee. So, Raab entscheidet sich für die 2. Das war dann relativ deutlich rechts vorbei. Zweiter Versuch, den ersten Durchgang für Raab. Ich kann nicht, wenn ich auf der 2 stehe, sage, ich will aber durch die 1 werfen. Nein. Weil diese Position. Dann geh einfach zur 1. Was das Ganze auch einfacher macht übrigens. Es ist einfacher, von der 2 auf die 1 zu werfen. Sagst du. Ja. Das darf aber nicht okay. sein. Yes! Ja, gut. Eine satte 2 für Stefan. Also ordentlich Zug auf der Scheibe gehabt und ganz souverän, da wackelt sie noch ein bisschen und dann wie ein Strahl durch die 2. Die ersten Punkte für Raab beim Frisbee. Interessant die Geräusche, die er heute schon von sich gegeben hat. Vierter Wurf. Letzter Wurf in diesem Durchgang. 2 Punkte stehen zu Buche. Und noch eine satte 2. 4 Punkte für Stefan und die nächsten Frisbee. Sofort auch zielstrebig auf die Position 2. Also hat sich da ein bisschen was abgeschaut bei Raab. Das ist natürlich vollkommen legitim. So, hat er schon häufiger mal Frisbee gespielt? Das werden wir jetzt sehen. Der war. Gab es Verletzte? Ich hoffe nicht. Wenn man nach dem Wurf von der Scheibe runtergeht, ist es auch ungültig oder ist das Nein. wurscht? Sobald Punkte die Frisbee die Hand verlassen hat, okay. ist in Ordnung. Okay, okay. Zweiter Versuch für Thorsten. Latte. Also,
Da mag der ein oder andere jetzt wieder zu Hause sitzen oder hier im Publikum und sagen, gibt's doch nicht, ist doch einfach. Aber das ist schon eine ordentliche Distanz. Und wir sehen, dass beide sich schwer tun. Ah, der hat reingeguckt. An der Kante. Und einen noch. Bleibt auf der Zweierposition. Ja. Der sitzt. Zwei Punkte in dem ersten Durchgang von Thorsten. 4:2 für Stefan, Durchgang 2. Einen Sieger des heutigen Abends werden wir mit Frisbee-Spiel noch nicht küren. Geht auf jeden Fall in Spiel 14. Wer liegt in Führung? Yes! Wer sitzt? Scheint den Dreh raus zu haben, Stefan. Bleibt aber konsequent auf der Zweierposition. Zwei Würfe noch im zweiten Durchgang für Bar. Wieder 4 Punkte und einen hast du noch. Wieder eine 4. 8:2. Zweiter Durchgang. Thorsten. Also man muss sie stabile Flugbahn bringen. Dann gerade vorne raus. Ja, hat er zum zweiten Mal mächtig Pech, Thorsten. So werfen? Du darfst werfen, wie du willst. Hauptsache durch. Das gibt's doch nicht. Doch, gibt's. Aber hat schon Pech jetzt. Das war der dritte Rahmentreffer für Thorsten. Ja, jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Na, Nullrunde. 8:2 für Stefan. Dritter Durchgang beginnt. Ist noch gar nichts passiert hier. Dritter Durchgang, alles offen. Sie bleiben konsequent beide auf der Zweierposition. Ja! Boah. 10. Punkt. Kriegt gleich einen Krampf im Arm. Ja, das ist der Muskel, den er bisher noch gar nicht kennt. Nennt sich ja. Trizeps am Oberarm. Ja, ist gut. Ja. Yes. Wieder durch. Also da hat er den Dreh jetzt raus. Und kann sogar noch weiter erhöhen. Basten schaut gebannt zu. Und damit steht es 12:2. Dritter Durchgang jetzt
für Thorsten. Er hat noch überhaupt keine Einstellung zu diesen Frisbee-Scheiben gefunden, wenn man das so ausdrücken kann. Ja. So, wenn das so einfach wäre, ne, sich jetzt genau merken, wie er das gerade gemacht hat und noch dreimal hinten drauf so ein Ding. Ach, von der Höhe war er gut. Er braucht Punkte. Ja. So, und Hochleistungssportler sind auf den Punkt fit und der Mann, Thorsten, ist Ruderweltmeister von 2006. Er spielt um 500.000 Euro. Der ist noch lange nicht geschlagen hier beim Frisbee. Beginnt der vierte Durchgang, Spielstand 12-6. Für Stefan. Same procedure as every Durchgang. Von der Zweierposition. Wieder das Hemd über den Trizeps. Ja! 14. Punkt. Dieses Kampfschwein, das ist wirklich unglaublich, wie er sich da wieder reinbeißt. Nix. Aber er macht Minimum 4 Punkte in jedem Durchgang bisher. Das sieht schon sehr, sehr gut und fast komfortabel für Raab aus. Setzt da noch einen oben drauf. 18-6 die Führung. Und der vierte für Thorsten. So, jetzt müssen die Schallwellen des Publikums, des Applauses des Publikums, die Scheiben da reintragen für Thorsten. Er muss jetzt was tun und geht auf die Dreierposition. Auch der war von der Höhe wieder gut. Etwas zu weit nach links. Das sieht er natürlich selbst, Thorsten. Luft wird dünn beim Frisbee für Thorsten. Oh. Vorsicht. Wie steht's denn jetzt, ehrlich gesagt? 18-6. 18-6. Der kann 35, 15 Punkte. Ah, ja, ja, okay. So, und jetzt rechnen wir mal ganz schnell 2 Treffer von Raab in die 2. Letzter Durchgang. Dann hat er 22 Punkte. 22-6 wäre dann der Stand bei 2 Treffern. Das könnte Thorsten nicht mehr aufholen, denn er kann maximal 5x3, also 15 Punkte machen, kann maximal auf 21 kommen. Ja, Kopfrechen, Unterstützung für Stefan Raab sei ja von hier oben auch mal gestattet. Aber das ist ihm natürlich längst klar. Also, er hat es auf der Hand jetzt.
Noch ist es nicht durch. Nerven. Das gibt's nicht. Erster Nuller-Durchgang für Stefan. Es bleibt bei 18 zu 6. Aber er braucht, Thorsten, er braucht 12 Punkte, um hier gleichzuziehen. 12 Punkte mit 5 Frisbee-Scheiben. Und die sitzt. Und die sitzt. Und jetzt braucht er noch 9. 3 von 4 müssen in die 3. Das wäre ein Ding. Das wäre unfassbar. Nee. Und das heißt, die letzten 3 müssen allesamt sitzen. Es geht um 500.000 Euro. Ist diese vorbei, hat der Frisbee verloren. Das ist der Sieg für Stefan im Frisbee. Stefan gewinnt Frisbee und liegt damit wieder in Führung. Das sind 13 Punkte aufs Konto von Stefan Raab. 49 zu 42.